willkommen zu einer weiteren Folge von Girl Talk. Wir sitzen heute wieder hier gemeinsam und sprechen über ein Thema, das uns der werte Herr Ma aus der Regie gegeben hat. Darüber reden wir 8 Minuten. Und das heutige Thema ist, wenn ich es rausbekomme, Thema Abtreibung. Verbieten? Ja, nein, wieso? Und Timer läuft. Wieder ein heftiges Thema, Abtreibung. Es ist ziemlich diskutiert bei vielen Menschen. Ich weiß gar nicht, wie ist denn die Gesetzeslage eigentlich bei uns? Weißt du das? Ich glaube, bis zum 3. Monat mit Grund. Ja, ich glaube, irgendwie sowas war es. Also auf jeden Fall bis zu einem gewissen Zeitraum kannst du es. Ich meine, es wäre der 2. oder 3. Monat. Ich glaube, es war der 3., also so wie ich mich erinnere. Ansonsten, wenn es dann weiterhin ist, muss man ja wahrscheinlich dann Ausland oder sonstiges wohin, wenn man es dann quasi noch machen möchte. Ja, generell Abtreibung. Ich finde, das soll die Frau selbst entscheiden. Dann soll man als Person selbst sagen, ja oder nein, weil es ist immer noch der Körper von der Frau. Und dann darf man auch selbst entscheiden, was damit passiert. Das ist genauso wie überhaupt, ob die Frau ein Kind haben möchte oder nicht. Und das ist dann auch das Thema Abtreibung in dem Sinne. Wenn man dann schon schwanger ist, dann sollte man auch entscheiden, will ich es oder will ich es nicht. Und das ist mir eigentlich auch wichtig, dass eine Frau da entscheiden kann und auch sagen kann, ich will kein Kind. Es war vielleicht irgendwie Unfall, Kondom geplatzt, was weiß ich. Ich bin nicht bereit für ein Kind, ich will das nicht. Ich kann dem Kind vielleicht keine Zukunft geben, was auch die Gründe sind. Es ist der Körper von der Frau und wenn sie es nicht will, soll sie auch das Recht haben, abzutreiben. Das Problem ist nur, wie lang Abtreibung. Weil ich finde auch, dass wenn man einen gewissen Moment ist, wo das Kind schon so weit entwickelt ist, also wenn du zum Beispiel, es geht ja vielleicht auch irgendwann nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob man auch bis zum 8. Monat abtreiben könnte, rein theoretisch. Also ich glaube es, also biologisch, ich bin mir aber nicht sicher. Also bitte, liebe Zuschauer, lest das lieber dann selbst nach, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Aber ich meine, es wäre bis zum 6. Monat biologisch gerade so machbar. Weil danach ist nämlich dann auch die Frau gefährdet. Aber ob das dann moralisch gut ist, weil dann ja ab einem gewissen Monat das Kind ja dann in dir dann auch sich zu einem Kind entwickelt und nicht nur ein Zellenblob ist, wenn du es so willst, ist es dann halt auch schon wieder, ist es Leben oder ist es... Ja, aber ich denke halt trotzdem auch, dass eine Frau, die vielleicht dann, okay, ich denke, im 3. Monat, da müsste man vielleicht schon merken, dass man schwanger ist. Natürlich, es gibt noch welche, die nehmen kaum zu, die haben vielleicht keine Übelkeit, die merken das irgendwie nicht, dass sie schwanger sind, das soll es ja auch geben. Aber ich denke, wenn du kein Kind willst und du merkst wahrscheinlich schon Symptome meistens, würde ich mal behaupten, und dann kannst du auch sagen, in 3 Monaten, okay, es geht halt nicht, ich habe keine Zeit für ein Kind, ich kann dem Kind nichts bieten und sonstiges. Und dann hast du ja auch jetzt schon die 3 Monate und dann finde ich es vollkommen in Ordnung. Und ich denke, auch später hinaus, wenn es vielleicht doch eine Woche oder 2 nach den 3 Monaten sind, wo man ja eigentlich dann sagt, das ist schon verboten, dann finde ich, ist es auch egal in dem Sinne. Aber ich würde halt nicht so lange, ich würde auch so, wie es eigentlich ist, so eine Grenze setzen, wo man sagt, und aber halt nicht so eine, hier ist die Grenze. Sondern auch schauen, wie weit das Kind entwickelt schon ist und halt danach auch ein bisschen entscheidet. Und vielleicht ist es ja auch was Drastisches. Vielleicht waren in der 2 Monaten, hätte sie noch alles machen können. Auf einmal verliert die Frau den Job, ihr Mann oder ihr Lebensgefährte oder Lebensgefährtin verliert vielleicht auch den Job. Die trennen sich und sonstiges. Und auf einmal hat man nichts mehr für das Kind. Man kann dem Kind nichts mehr bieten. Und dann finde ich, wenn es dann vielleicht dann ja, aber in solchen doch ein Fällen bisschen kann man ja, später ist. In solchen Fällen kann man ja auch auf, das klingt jetzt sehr hart, das soll es eigentlich nicht sein, aber in solchen Fällen ginge auch, dass du dein Kind zur Adoption freigibst. Ja, aber ich denke, das Problem ist, Adoption ist, es sind so viele, wo vielleicht dann auch sagen, ich möchte mein Kind nicht, stecken es in ein Kinderheim oder sonstiges, bekommen vielleicht nicht direkt eine Adoption. Und dann gibt es auch viele Kinder, die dann vielleicht dort bleiben, ihr Leben lang. Und das ist eigentlich das, was ich nicht schön finde. Ich finde, man sollte auch generell, bevor man überhaupt dann quasi den Akt begeht, auch irgendwie in einem gewissen Maßen bereit sein, wenn was passieren würde. Das Ding ist auch, also angenommen, du verhütest jetzt mit Pille, mit Kondomen, was auch immer, und es läuft was schief.
im ersten Moment denkst du dir, oh Mist, ich könnte schwanger sein. Also gibt es entweder das Mittel für danach, ne? Ja. Aber das wirkt dann auch nur in gewissen Umständen. Oder du gehst halt darauf ein, dass es sein kann, dass du schwanger wirst, dass du ein Kind wahrscheinlich großziehen musst oder es in Richtung Abtreibung geht. Und dann ist die Frage, bist du dazu bereit, das Kind abzutreiben? Weil eigentlich ist es ja vielleicht nur schief gelaufen, weil du irgendwie Pille nicht gescheit eingenommen hast oder ein bisschen am Vortag was getrunken hast etc. und die Pille deswegen nicht wirkt. Ist es dann im Prinzip, löffel die Suppe, die du dir eingebrockt hast, selbst aus, also zieh das Kind groß. Sollte man das dann machen oder sollte man sagen, na, ich will kein Kind, ich treibe ab, wenn es zu spät ist? Natürlich, ich finde, also ich sehe es auch so, es ist halt, ich finde, man sollte halt responsible damit umgehen, wie das ist und so. Und ich finde auch, also ich generell, ich könnte es nicht, denke ich, abtreiben, weil auch wenn es vielleicht in den ersten 3 Monaten ist, es ist halt, es ist trotzdem potenzielles Leben. Weißt du, ich meine, das ist eigentlich dann auch mein eigen Fleisch und Blut und ich könnte es nicht. Aber ich finde, für die, die es nicht, also die dann vielleicht nicht den Kontakt zu haben oder für die, die dann halt sagen, ich kann es nicht, ich will es nicht, es geht nicht, dass die auch die Möglichkeit haben, das Kind abzutreiben. Nee, also ich bin nicht gegen Abtreibung, aber ich weiß, dass ich es selbst wahrscheinlich nicht hinbekomme. Deswegen wähle ich zum Beispiel auch so, ich sage, okay, wenn ich schwanger bin, bin ich schwanger. Und dann habe ich ein Kind. Weil ich, ja. Das sage ich auch jedem. Das Ding ist, also wäre ich in der Situation, zum Glück war ich in so einer Situation noch nicht, dann wüsste ich nicht, was ich tue, weil ich im ersten Moment denke, okay, angenommen, ich werde jetzt schwanger. Ich habe meine Ausbildung noch nicht beendet. Ich habe meine Karriere noch nicht angefangen. Ich kann dem Kind nichts bieten mit meinem Ausbildungsgehalt. Ich weiß nicht, was ich tun soll, weil ich habe noch nicht die Möglichkeit dazu, ein Kind großzuziehen. Selbst wenn ich jetzt wollen würde. Dann kommt halt auch noch die Frage, willst du ein Kind oder überhaupt oder wolltest du eigentlich nie ein Kind haben? Weil diverse Gründe, ne? Ja, hatten wir ja schon mal das Thema gehabt. Ja, ja, ich meine, ich bin ja auch so, ich habe ja auch schon damals gesagt, ich will Kinder. Deswegen sage ich ja auch, es gibt einfach keinen perfekten Punkt für ein Kind. Ja, es gibt bessere und schlechtere, aber es gibt keinen perfekten Punkt. Und deswegen sage ich auch, wenn es früher kommt, dann kommt das Kind früher. Und ich meine, ich bin halt wahrscheinlich auch, deswegen, ich bin so ein bisschen Familienmensch und dann, ja. Und jetzt zählt auch noch dazu, aber in dem Sinne, ich weiß nicht, was du davon hältst. Angenommen, es ist was Schlimmes passiert, ein Kerl hat, ne? Und du wirst schwanger. Treibst du ab oder eher nicht? Weil das ist ja ein schwieriges Thema. Das ist richtig schwer, weil das Problem ist eben, in meinem Fall, ich bin ja eigentlich, also selbst für mich bin ich gegen Abtreibung, generell bin ich auch nicht gegen Abtreibung. Weil ich weiß, ich kann es nicht, deswegen sage ich, bei mir ist, ich bin dann, mein Verstand ist gegen, aber es ist, wenn andere sagen, sie können das nicht, dann ist das vollkommen in Ordnung, deswegen finde ich, es soll nicht verboten werden. Aber in meinem Fall wäre es dann so, ich weiß, es ist potenzielles Leben, das habe ich ausgelöscht. Ich weiß, ich könnte das Kind danach nicht anschauen. Ich weiß, wenn ich sagen würde, ich würde das Kind behalten, dann wäre ich immer so, hätte ich an das immer so die Erinnerung. Wenn ich sagen würde, ich würde das Kind abgeben, weiß ich aber in dem Moment, wo das Kind geboren ist und ich die ganze Zeit durchgehend... Das Kind kann ja dann nichts für die Tat des Täters. Ja, aber ich habe das Kind mitgetragen, ganz 9 Monate. Und dann gewöhnt man sich schon irgendwie an das Kind. Ich weiß vielleicht, nicht. Vielleicht, je nach Person halt. Ja. Aber dann wäre es mir auch schwer, das Kind abzugeben, wenn ich so lange das mit mir getragen habe. Und dann könnte es wahrscheinlich auch nicht abgeben, aber dann würde ich jedes Mal daran erinnert werden. Deswegen finde ich das eine kritisch. Ich finde Abtreibung in dem Fall total legitim, weil du hast dann zwar 3 Monate aller spätestens gehabt mit dem Kind, aber du kannst halt noch diese Tat, die der Täter halt gemacht hat, kannst du halt loswerden, auch emotional ein bisschen eher und dich davon trennen. Nicht ganz so sehr, wie man eigentlich sollte, aber du hast diese fleischliche Erinnerung hast du dann nicht so direkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Schwangerin gewesen wäre und hätte dann quasi das Kind abgetrieben und so, dann wäre das Problem irgendwann, wenn ich dann Kinder hätte. Weißt du? Und wenn ich dann mein erstes Kind kriege, es ist eigentlich nicht mein erstes Kind.
Und dieses Gefühl, ja, okay, das ich verstehe, Gefühl, was du meinst. Natürlich, es wäre schlimm, weil ich könnte es wahrscheinlich nicht abgeben, ich könnte es wahrscheinlich nicht behalten. Aber wenn ich abtreibe, hätte ich dann immer so das Ding, es ist nicht mein erstes Kind. Das stimmt. Aber wir müssen jetzt auch beenden. Ich habe schon ein bisschen den Timer schon ein bisschen früher gestoppt. Ja. Es ist, wie ihr merkt, ein sehr schwieriges und auch sehr diskutierbares Thema. Ja. Auch für Frauen, die eben entweder keine Kinder haben wollen oder Kinder haben wollen. Dementsprechend sage ich, jeder sollte seine eigene Meinung dazu bilden, aber auch die Meinung der anderen akzeptieren. Und damit beenden wir jetzt auch diese Folge. Sonst reden wir nur noch weiter. Und wünschen euch einen schönen Tag. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Und bis dahin, tschüss. Tschüss.